Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich, wie jedes Mal, auch Eladum zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen weiter vorankommen. Da liegt ein schlafendes Pokémon im Weg und versperrt den Weg. Ja, was wir da wohl machen können und was da wohl helfen wird. Zwerge spielt die Puckflöte. Was für ein herrlicher Klang. Fast noch besser als die Ocarina of Time. Renaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Und damit nochmal wirklich zurück im Part. Herzlich willkommen. Joa, mein Team ist sehr, sehr geschwächt, aber ja, wir müssen uns ja nicht das Relaxo fangen. Wir können auch Flucht einsetzen, ja. Und dann sind wir aus dem Kampf geflüchtet. Ach was. So, jetzt gehen wir hier weiter hinauf. Mal sehen, was uns hier noch erwartet. Ich hoffe, nicht so viele Pokémon-Kämpfe, nicht so viele Trainerkämpfe natürlich. Ja, weil, wie gesagt, mein Pokémon-Team ist sehr geschwächt und ja, im besten Falle sollte hier also nicht mehr allzu viel passieren in Hinsicht Pokémon-Trainerkämpfe. Oha! Und da kam schon das, was ich erhofft hatte, nicht zu sehen. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ich habe dreimal Pokémon-Trainer-Kämpfe gesagt. Ja, wenn man vom Teufel spricht, hopp, ist er da. Angler möchte kämpfen. Angler setzt Goldini ein. Ja. Der Sprichwort, das ich gerade benutzt habe, ist übrigens ein Sprichwort aus Faust. Um schön an den letzten Part anzuknüpfen. Nein, ich werde heute nicht wieder über Sachen reden, die aus der Kultur und aus der Historie entstanden sind, keine Ahnung, beendet selbst diesen Satz. Schnabel. Okay, es ist ein Kopf-um-Kopf-Rennen, wie es ausschaut. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja gut, sieht sehr gut aus für mich. Gute Chancen für das Smetbo. Ja, Smetbo hat es geschafft. Wuhu, die Menge jubelt. Die Menge tobt. Hey. Nee, nicht wirklich. Quapsel. Möchtest du Pokémon wechseln? Nein, ich möchte weiter kämpfen. Ich möchte Pokémon nicht wechseln tun. Konfusion. Komm, kämpf weiter, Smetbo. Kämpfe bis zum Tod. Aquaknarre. Okay, Konfusion. Und weiter gekämpft. Hypnose. Oh, jetzt. Schmettbus schläft. Ja gut. Bleibt mir aber nur noch Tauboga. Da muss ich wohl mit Tauboga weiterkämpfen. Und hoffen, dass er es schafft, das Krapsel zu besiegen. Ich bin sehr optimistisch, was das angeht. Schauen wir aber mal, was hier läuft, was geht und was wir hinkriegen können. Quapsel wurde besiegt. Das ist doch schon mal ein Anfang. Es kommt noch ein Goldini. Ich schätze, das kriegen wir auch noch hin. Mit Tauboga. Und ich hoffe, dann kommt bald die nächste Stadt. Mein Pokémon geht's gar nicht gut. 90% meines Teams ist besiegt. Vielleicht sogar mehr als 90%. Fast alle Pokémon. Bis auf Tauboga und ein bisschen Smetbo. Smetbo lebt noch. Aber er ist schon fast Game Over. Der Tag schlug fehl. Okay. Dann setzen wir nochmal hoch zu Keep ein. Das ist an der Zunge geknotet. Tauboga erhält 522 Erfahrungspunkte. Tauboga erreicht Level 30. Hat er sich verdient.
Zwergi besiegt den Angler. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Zwergi gewinnt 770 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Angler hervor. Na Spitze. Und jetzt bitte nicht noch ein Kampf. Bitte nicht. Oh, das sieht nach einem Tor aus. Da können wir hindurch. Spitze. Das sieht nach der nächsten Stadt aus. Nein, noch nicht. Was? Die nächste Stadt, bitte. Nicht noch jede Menge Routen. Das ist nicht die nächste Stadt. Das war schon eine Stadt. Das ist, wie ihr hören könnt, Navandia. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Egal, ich gehe erstmal meinen Pokémon heilen im Pokémon Center. Und darauf, dass ich die Route überstanden habe, hier einmal einen Schluck Käffchen. Ja. Ein leckerer kleiner Kaffee, den ich mir hier gemacht habe vor der Aufnahme. Den ich jetzt im Laufe des Parts einfach mal dreist daher schlürfe. Genießt die Navandia-Musik noch einmal. Ich gucke mich mal um, wo wir sind. Ja, wo ich bin, weiß ich in Navandia, aber wie wir jetzt weiterkommen, das würde ich gern wissen, wo ich falsch lang gegangen bin. Da, die Karte, die sagt, wir sind hier. Von woher kamen wir? Safari-Zone, ja, da, von dort aus können wir, stimmt, da war die Safari-Zone, da sind wir hier, den ganzen Weg hier, den Zickzack da hoch und dann, hätten wir irgendwo abbiegen müssen. Und was tun wir heute, was machen wir jetzt? Okay, wir haben 7 Orden, nein, wir haben nicht 7 Orden, Quatsch, wir haben 5 Orden, der 6. und der 7. warten noch auf uns und der 8. natürlich, mit dem schwarzen Fragezeichen. Vielleicht kann mir jemand verraten, wo der 6. Orden ist, wo ich den 6. Orden finde, in welcher Stadt. Safronia City und irgendwas mit Team Rocket. Ich habe nicht so weiter gelesen, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen. Nicht zu sehr. Habe ich ja irgendwie, aber Safronia City liegt hier so. Also das nächste links von Navandia. Da werden wir mal uns auf den Weg machen und mal versuchen, so, vielleicht dort was zu erreichen. Auf nach Safronia City. Ja, stimmt, da waren wir ja nicht. Da sind wir nur kurz mal lang gecruised beim New Glitch. Da haben wir noch nie wirklich was gemacht. Macht, glaube ich, Sinn, da mal hinzugehen. Die Trainer haben wir, glaube ich, alle besiegt. Kein Problem. Aber haben wir ja für den New Glitch gebraucht, die Trainer hier alle zu besiegen. Ich glaube, das haben wir nicht wirklich gebraucht. Aber wir haben es gemacht. Ich glaube, das war nicht wirklich notwendig, die Trainer zu besiegen. Aber ja, was soll's. Ah, hier ist der New Glitch-Typ. Oha! Können wir jetzt noch herausfordern? Stimmt, den haben wir ja gar nicht herausgefordert. Okay, die Spiele mögen beginnen. Fordern wir den Mew-Typ heraus. Welcher Part war denn das nochmal? Ich weiß es nicht. 9? Ich glaube, 9 war es, ja. Part 9 war es. Ja, jetzt besiegen wir mal den Typ hier. Damit können wir den Mew-Glitch nicht mehr ausführen, aber den haben wir ja bereits ausgeführt. Och man, bin ich blöd hier. Blut auf dem Kapsel. Dumme geht's ja kaum. Hypnose hat keine Wirkung. Zerschneider, generell mit einem Feuer-Pokémon gegen den Kopfse zu kämpfen. Naja, nicht gerade die klügste Idee. Wasserattacke. Erstaunlich wenig effektiv. Kratzer. Ich werde jetzt einfach mal nach Safronia City gehen und ja, dort mal versuchen, etwas zu erreichen. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Vielleicht komme ich da irgendwie zum 6. Orden. Und da stand irgendwas mit Team Rocket. Den würde ich auch gerne mal begegnen. Ach, ich glaube, da waren wir mal. Da hatten wir mal das Versteck gefunden und besiegt. Da waren wir mal durchgelaufen. Kann das sein? Kann das sein, dass wir das mal gemacht haben? Und ich wieder mit Blut hier. Ist doch nicht möglich. Ist doch nicht wahr. Kann doch nicht wahr, Steiner. Hier. Kratzer auf das Quapsel. Zack. Och, komm schon. Den 1 KP hier. Hättest du auch noch machen können. Grottex so schläft. Nee, ist klar. Pikachu.
Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Braucht es gar nicht zu sagen. Bratsche schläft. Wie wär's denn mit dem Georg? Entschuldigung. Mein Hirn denkt heute nicht nach. Mein Hirn ist ausgeschaltet. Ich bin heute ein bisschen, ja, nicht so gut im Taktieren von Typen gegen Typen. Ja, und Pflanzen-Pokémon habe ich noch nicht, gar nicht im Team. Das ist glaube ich eh nicht so der Fall, dass ich das jetzt einsetzen könnte. Ja, du schläfst tief und fest, ich weiß. Smetbo ist irgendwie doch ein Käfertyp, ein Pflanzentyp. Vielleicht. Könnte man machen. Boah. Konfusion. Man sollte es vielleicht erstmal einschläfern, damit es einen nicht mehr einschläfern kann. So, 88 EP. Der ernsthaft 88 EP bekommen. Da fassbeln sich meine Worte. Ja. Fassbelt sich meine Stimme, da ich mich in die Worte fassbelt. 88. So, erstmal Schlafpuder, damit er uns nicht einschläfern kann. Hat keine Wirkung. Natürlich hat das keine Wirkung. Ist klar. Aber erst Level 6 und erst Level 22 und ich Level 26. Also, vielleicht ist das machbar. Vielleicht können wir das irgendwie schaffen. Ist verwirrt. Okay, das ist gut für uns. Schlecht für ihn. Blubber. Einmal Konfusion eingesetzt. Ich bin ein Italiener. Hat sich Verwirrung selbst verletzt. Spitzenklasse. Das spielt mir gut in die Karten. Und zack. Quapuzzi besiegt. Level 27. Hat natürlich mal wieder das ganze Team weggerackt. Weggerackt. Genau so. So, jetzt haben wir den auch mal besiegt. Den Mewglitch-Trainer. Dadurch. Das war Part 9. In Part 9 nachgucken, wie der Mewglitch war. Der war sensationell. Das war ein schöner Part. Team. Heilen! So, die Arena im Haus so aufsuchen. Nicht aussuchen, aufsuchen. Das Gebiet kommt mir bekannt vor. Waren wir hier nicht schon mal? Haben wir die Arena nicht schon mal aufgesucht? Kommt mir seltsam bekannt vor. Was hätte ich das schon mal gemacht hier? Kann es sein? Hier waren wir todsicher, das kenne ich doch. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Diese Sache hier. Natürlich waren wir hier schon mal. Sowas von. In der Arena. Aber hallo, hier waren wir sowas von. Die Pflanzentrainerin, die hatten wir schon mal. Mal überlegen. Laut Internet soll hier der sechste Orden sein in dieser Stadt. Was im Internet steht, das muss aber doch stimmen. Wieso kriege ich keine Orden? Wieso kriege ich meine Orden? Ich will meine Orden, verdammt. Markt. Okay. Guck mal weiter. Ich schaue mich um. Ein zweiter Orden ist in der Stadt nicht, oder? Sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ja, was ich an dieser Stelle machen kann, was mir gerade aufgefallen ist, dachte, die Attacke Surfer können wir nämlich jetzt einsetzen. Hätten wir die TM-Surfer, die VM-Surfer, könnten wir die vielleicht irgendwo einsetzen und damit irgendwas erreichen. Ich glaube, ich muss mich mal kurz schlau machen auf einer besseren Internetseite. Und da mal weiter kommen. Ansonsten suche ich mir hier noch den Wolf in diesem Part hier. Oha, ein Trainer. Ja, okay. Und da gibt es eine Internetseite. Puh. Einigermaßen, ja,
glaubwürdige Quelle, die behauptete, Nordosten, da soll ich mal suchen, Nordosten der Stadt Safronia City, da gucke ich mal im Nordosten nach, und müsste oben rechts sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Wir suchen mal hier die Stadt ab. Da soll es etwas sehr Überraschendes geben. Jetzt bin ich hier aus Versehen rein. Oh, auf dem Dach. Da waren wir auch noch nicht. Versehentlich durch die Wand. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TM. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Slivko. Okay, da müssen wir wahrscheinlich immer noch mal hin. Zwingi hältst das Evoli. Möchtest du Evoli einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte es in mein Team aufnehmen. Es ist nicht genug Platz für dieses Pokémon. Evoli wurde ihn mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Schön, haben wir hier eine Evoli gefunden. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ja, Gameboy, natürlich. Gameboy, was auch sonst. Ja, da oben lässt sich ein Evoli finden. Schön, dass wir es gesehen haben. So, der Weg hat sich gelohnt. So, Nordosten der Stadt. Also, so weit weg kann das doch nicht sein. Guck mal hier, rechts oben. Das ist doch hier schon die rechts oberste Ecke. So ungefähr hier im Eck muss sich doch dann dort irgendwas verknoten. Nordosten, da muss sich doch hier irgendwas befinden. Das, was ich suche. Nordosten. Sag mal, bin ich bekloppt oder was? Bin ich bekloppt? Nordosten, das ist doch... Nordosten. Norden ist doch... Ich sehe hier weder eine zweite Arena noch irgendwas anderes. Ich bin schon in Safronia City, oder? Ja. Nein, bin ich nicht. Prismania City. Ha, schön. Komm vor. Ich wollte nach Safronia City. Das liegt dort rechts. Rechts. Ich muss weiter nach rechts. Da bin ich ja von der Wanne durch den Tunnel gelaufen. Hab Safronia City verfehlt. Tja, komm vor. Lolol. Trollololol. Nochmal ein letztes Nudelch ausgeführt. Da komme ich wohl nicht durch. Habe ich denn was zum Trinken? Ich könnte was zu trinken mitbringen. Könnte man machen. Ein Automat soll hier sein. Findet einen Automat im obersten Stockwerk. Hier, das sieht nach einem Automat aus. Ein Automat, zur Auswahl stehen. Tafelwasser, das ist Sprudellimonade. Okay, nehmen wir mal Sprudel hier. Zur Sicherheit noch eine Limonade, falls der werte Herr Limonade haben möchte. Oder eine Tafelwasser, weil es dem feinen Herr hier der Sprudel zu sprudelig ist. Okay, dann gehen wir damit mal zu dem Wärter. Vielleicht möchte er eines davon haben. Vielleicht möchte er damit seinen Durst stillen. Er kann ja nicht weg. Der kann nicht selbst einkaufen gehen. Dann müssen wir ihm das vorbeibringen. Ab in das Erdgeschoss. Vibrator, bring mich nach unten. So, ha. So, hier raus schnell. Und schnell. Wieder zurück. An die Stelle, wo wir eben gerade waren. Die Jugend. Und einmal hier, mal dem Herrn der Schöpfung hier sein Getränk geben. Ich bin dem beim Verdursten nahe. Was? Das Getränk ist für mich? Vielen Dank.
Dann habt ihr auch mal gesehen, wo ihr das Getränk kriegt. Für alles gibt's eine Lösung. Hätte ich einen auf Lager gehabt. Entschuldigung, wenn du nach Safronia City möchtest, darfst du passieren. Ich werde den anderen Wachen etwas abgeben. Schön, schön, dann können wir jetzt hier weiter. Nach Safronia City. Ist das hier Safronia City? Sind wir schon da? Könnte unter Umständen sein. Haben wir das Ziel unseres heutigen Parts geschafft? Slivko, Bürogebäude. Das sieht ganz richtig aus. Das sieht schon nach Safronia City aus. Tipps für Trainer. Superball, Rangschwarte. Probier es aus. Genau. Irgendwo ein Ortsschild. Neueste Produkt der Slivko. Ich brauche irgendeine Bestätigung jetzt, dass wir hier sind. Dass wir es geschafft haben. Irgendein Ortsschild. Irgendein Beweis dafür, dass wir in dem Ort angekommen sind, wo wir hin wollten. Schild. Safronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Na, aber hallo. Und hier ist schon eine Arena. Hier sind zwei Arenen. Kampf-Dojo. In zwei Arenen. Das habe ich gesucht. Ich war bloß in der falschen Stadt. Ja, tut mir leid, Leute. Pokémon Arena. Arena-Leiterin Sabrina. Zu der wollen wir bald mal hin. Ich guck mal hier rein. Was ist hier? Oha. Hallo. Ist das schon die richtige Arena? Wollen wir da rein? Und ist das ein Kampf-Dojo? Kampf-Arena. Das ist wohl eine falsche Arena. Mach dich vom Acker! Okay, der will uns da nicht reinlassen. So, ich würde mal sagen, dann versuchen wir im nächsten Part herauszufinden, warum der Team Rocketrüpel uns da nicht reinlassen will in die Arena. Und ich gehe jetzt erstmal zum Pokémon Center, meine Pokémon heilen und dann schauen wir im nächsten Part weiter. Sorry dafür, dass dieser Part heute ein bisschen war. Ein bisschen anders war. Hat mich heute ein bisschen doof angestellt, aber zumindest habt ihr gesehen, wie man dem Typen dort in der Sache sein Getränk gibt, dort dem Wächter, dem durstigen Wächter. Also zumindest die Lösung habt ihr bekommen. Und ihr habt gesehen, wie ein Redaxo besiegt wird. Ja, besiegt nicht, aber geweckt wird. Ja, ich entschuldige mich, aber solche Parts müssen auch mal vorkommen. Enthalten will man sie den Zuschauern dann doch nicht. Ja, im nächsten Part, das Rätsel von Team Rocket hier in Safronia City. Was hat es mit Team Rocket auf sich? Das Bürogebäude, da werden wir im nächsten Part mal vielleicht mal reingucken. Ich habe da so eine Vermutung, dass da was drin sein könnte. Klitzekleine Vermutung. Ich speichere hier mal zwischen und sage euch. Däumchen nach oben soll es euch aus irgendeinem Grund irgendwie gefallen haben. Kann ja sein, dass es trotzdem irgendwie gefallen hat. Obwohl ich heute mich sehr blöd angestellt habe. Man kann es dann später in der Playlist überspringen, wenn es einem wirklich nicht anspricht. Das, ja, tut mir dann natürlich leid, aber ja, für die Leute, die es jetzt als Tagesupload kriegen. Ja, Shift happens, wie ich immer so sagen pflege. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Trotzdem abonniert meinen Kanal, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Das nächste Video wird es dann dementsprechend besser, also bleibt dran, Leute. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut drinne, bis zum nächsten Part, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.